man fühlt sich ja schon. Die Knochen werden mürbe und die Gelenke knacken. Okay. Ja. Ja, was heißt okay? Die Gelenke knacken auch schon. Schön, was anderes. Mach die Nisse. Vielleicht. Ich sag ja, man sollte nicht alt werden, ne? Vielleicht musst du einfach nur mal Öl ranmachen. Nein! Ich will nicht alt werden. Scheiße, ich falle. Ja. Wer will denn sowas schon? Ich will jung und hübsch bleiben. Knackig, ja, und. Gut, ja, okay. Du hast das Thema verfehlt. Das ist Thema verfehlt. Das war immer die Thema. Das war aber der Text, den ich gekriegt habe von meiner Lehrerin, wenn ich einen Aufsatz schreiben soll. Zu dem und dem und das. Lala, Thema verfehlt. Gut, funny. Bist du wieder da, Stadtchef, oder was? Ja, klar. Wo warst du denn, Stadtchef? Wo warst du denn? Ich war kurz unten bei Citra und Chaos. Ja, dann warst du doch wieder hier drin und dann haben wir über dich gelästert und du hast es nicht gehört, oder was? Stadtchef? Doch, aber ich dachte jetzt nicht mehr. Warum nicht, Stadtchef? Völlig national. Ich finde es jetzt nicht in Ordnung, dass wir hier lästern und uns wirklich Mühe geben bei den Beleidigungen, dass du da nicht drauf ansprichst. Genau, Stadtchef, Alter. Weißt du, da wird lange dran gearbeitet, weißt du, und du ignorierst das einfach. Das ist unglaublich so. Gib uns so dermaßen krass Mühe, weißt du? Ja. Das ist echt Kammer, ey. Natürlich. Ich bin dafür, dass wir Stadtchefen deswegen sanktionieren. Sanktionieren. Dann heißt es mal, die sanktionieren, Alter. Kriegt er kein Geld mehr? Sagen muss man eine Woche davon immer sprechen im Teamspeak oder sowas. Oh, das macht er jetzt schon nicht mehr. Alter, ach, ihr habt sie noch nicht gemutet, oder? Was heißt alles gut bei dir? Nee, das sind alles so, ist denn viel Abwechslung drin, sag ich mal so, ne? Den hatte ich. Kommt noch einer? Oh, das sind zwei. Hamkan! Ich hab ihn. Da ist aber noch einer. Du hast mir gerade den Hintern gerettet. Nice, danke. Sehr, aber danke. Ach, dem hinter dir. Was ist das denn? Ist das ein Vanguard? Vanguard. Feindlicher Vanguard. Okay, da ist noch einer, der will den Vanguard umhauen da. Eine Schwere. Voraus. Wo ist er? Ne, er ist versteckt noch da. Ja, er ist tot. Oh, da hinten noch ein Base noch was. Gut, der ist tot. Los. Alter! Was rennen die da scheiß zusammen? Oh, sind welche nah? Ein Kloker, Kloker, Air-Klo. Dauer-Klok, neben mir, hat mir umgebracht. Ja. Aufpassen, der kommt gleich, ist gleich bei dir oben, glaube ich. Nee, ich war im Bunker drin kurz, hab das Ding zurückgehängt. Okay. Oh, nee, der Dauer-Klok ist unten. Ich hab ihn. Hab ihn. Okay. Dann ist einen. So, ich glaube, die Base ist schon nochmal relativ safe. Also gespeichert, meinst du, ja? Was? Nichts. Wir haben da unten irgendwo einen Sandy stehen. Ach, die Durchladezeit ist scheiße. Eben gerade war schon wieder einer mit einem so ein scheiß Dauerklug da. Achtung, hinter dir. Super. Ah, Dreadnought, wenn du jedes Mal vor mich hinläufst, dann kann es sein, dass ich dir irgendwo mal umnäht, auszusehen. Das ist er ja gewohnt.
Ey, das ist so geil. Genau dann ducken sie sich, wenn ich losballern will. Ich hasse sie doch so sehr. Und jetzt qualmt er sich hier zu, das ist euch zu glauben, oder was? Er ist tot. Aber zwei waren. Gut. Dann ist rosa Pony. Oh, hier steppt echt der Bär, ja. Das ist die Hölle los, echt. Komm mal. Schau, da kommen auch, jetzt haben wir gleich ein richtiges Problem hier. Die Angreifer wurden zurückgeschlagen. Der will doch mal bei euch vorbei schon. Ah, ich muss hier nur random reinballern und kriege ja. Übelst Kills. Du brauchst schon gar nicht mehr zielen so richtig, ne? Das ist da ist noch ein Sniper, der sich da hinterm Dings versteckt, hinterm Geländer. Ja, der Smoke hält mich auf. Hier nix. Oh, jetzt kommt dieser andere Pfeifenkopf wieder. Verdammt. Hab ihn. Ja, ist toll. Danke. War schon ein bisschen zu spät, aber. Ja, ich finde das, ich weiß auch nicht, ey. Ah, ich hab mein Magazin schon wieder leer geballert. Ich teile mich mal auf, ich gehe mal ein bisschen weiter links von dir, dann müsste das vielleicht ein bisschen besser sein. Hm. Jetzt hat mir natürlich einer weggeschossen. Ja, nie ist klar. Renn mir doch genau davon, Arschloch. Ja, da kannst du wohl nichts mehr ausrichten, aber dem Turm, wa? Das ist vorbei. Hm. Würde ich jetzt nicht so behaupten. Ja, hier rennt schon Klucker ohne Ende rum hier. Das ist richtig Angst. Probier's halt noch einmal. Ja, okay. Das war die kürzeste Nummer hier an den Turm. Haben die? Oh, der hätte aber eigentlich reingehen müssen. Schade. Komm, lad nach, lad nach. Alter. Leute. Wenn du am Fahrzeugterminal stehst, reicht das. Ja, ich komm schon andauernd welche vorbei. Ja, das ist der Wahnsinn. Schade. Echt, das ist drauf. Kann ja richtig jetzt ich hier los. Ja, der echt der Farm. Die Hölle beginnt am Platoon-Punkt. Oh, schade. Geht er da nicht hin? Doch. Jetzt kommt gleich ein Kloker her bei mir. Mit seiner Wasserpistole. Endlich habe ich mal gekriegt, aber habe nicht den anderen gekriegt. Super Soaker. Jetzt schon nah dran mit ihr, was Scheiß. Du hast keinen Zweck mal hier nach vorne zu gehen, glaube ich. Da ist schon aufgestellt, ne?
Orbital hat uns gleich in Reichweite. Manchmal ist es einfach sau langweilig, wenn ich gegenfährt mit seiner Ant, Sachen einsammelt, Cortium, eine Base baut, die eventuell mit der Ion kommt. Oh nee, ne? Das ist, nee, das war jetzt nicht gegen dich, dich jetzt sind drauf. Das war jetzt. Nö, nö, ich sehe da auch Probleme. Aber es ist manchmal einfach sinnvoll. Wenn jetzt gleich der Orbiter hier den A-Punkt erreicht oder den Hub-Spawn hier, was glaubst du, was dann hier los ist? Dann gibt's Tode ohne Ende. Und ich glaube nicht, dass ich so lange warten werden. Ey, die mit ihrem Rauch hier immer, ey. Wo bist du gerade, Ramirez? Ihr werdet gleich alle, alle gegrillt. Ramirez, wo bist du jetzt gerade? Ja. Oh, der bist du tot, ey. In der Garage und... Also... Okay. Wer macht da unseren Orbital platt oder der haut direkt bei Crossroads rein? Ich würde bei Crossroads reinhauen. Jetzt fahren sie gleich mit Sandys rein. Oh ja. Wenn ich die Möglichkeit hätte, den Orbital abzuschießen, ich würde bei Crossroads reinhauen. Ohne Scheiß. Das wären bestimmt 60 Kills auf einen Schlag. Wenn nicht noch mehr. Okay. Scheiße, was hat mich gewickelt? Lightning mit der PP, ich glaub's doch nicht. Irgendwo ein Medic? Oh, kein Medic. Nicht ein, nein. Das ist nicht cool. Jetzt noch folgendes. Lightning, vorne passen so wie Rock, die Sandstorms. Weil die sind so vollgebracht mit Gegnern. Ach, wenn du Taurus hättest du nicht sagen können, dass Terminator kaputt ist. User joined your channel. Bitte Engine nehmen. Ja, die haben die voll die Bude zusammengeräumt hier, glaube ich. Oh, jetzt der Verbündete könnte ja rein theoretisch mal den C-Punkt mit seinem Orbital mal ein bisschen bearbeiten, ja, aber naja. Einfach nur mal so aus Fun, würde er bloß ein paar hundert Kills machen. Ist er doch gar nicht so weit. Warum? Der will warten, bis er den gegnerischen erreicht. Ach so, er will erstmal den ausschalten. Ja, wenn er genug Ladefläche hat, dann kriegt er vielleicht dann auch noch einen Crossroads auch noch. Ja, ist vielleicht eine gute Taktik. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, Nick. Der Terranische. Das ist ja schon in Reichweite von dem anderen. Ja, der Terranische. Ja, ist er, ja, da ist jetzt die spannende Frage, ja. Was macht der Terranische? Haut der Crossroads platt? Das ist genau das Problem. Rein theoretisch sollte ja unser lieber, weil er den Terraner ja nicht kriegt, erstmal in Crossroads reinballern, nur damit erstmal hier die alles geschützt ist. Und als Terraner würde ich den direkt auf Crossroads abfeuern. Ohne Scheiß. Würde ich genauso machen. Ja, man weiß es nicht. Bloß verliert er denn die Chance der... Das ist Demoralisierung der Truppen. Wenn es klappt. Ja, bloß... Reichweite, Werbung. Trotz, dass er gar nicht mehr aufsteigen kann, mich trotzdem gefolgt. Hab ich's verunterricht gehabt. Wer hat mich denn da jetzt gesehen schon wieder? +96, ey. Ich glaube, die sollte man von außen mal platt machen, Ramirez. Weißt du? Also von der Vorbase.
Wenn du eine Idee hast. Also wir gehen jetzt von der Vorbase, von Xenotech. Von Xenotech gehen wir jetzt aufs offene Feld und knallen die da weg. Fokus C-Punkt, denke ich mal erstmal. Bei Crossroads. Weil wenn wir jetzt da rausrennen, da sind so viele. So viele sind es gar nicht. Ich war gerade draußen, hinten habt ihr die Tür geguckt. So viele sind es gar nicht, vielleicht eine Handvoll. Ach, das schaut viel aus. Also. Die meisten sind in den Gebäuden. Ah, der mit seinem Ding hier. Ja. 300 S. Weißt du, wieso sie 70, 30 sind? Oder was hast du jetzt vor? Naja, wir gehen jetzt. Ich versuche von außerhalb die wegzuhauen, verstehst du? Also, da habe ich halt mehr Chancen. Das ist meine. Ist mein Plan, hätte ich jetzt gesagt. Dann gebe ich dir den Truppführer, dann kannst du dir den Spiegel setzen oder so. Und warte. Vielleicht kannst du sogar oben spawnen, wenn ich die jetzt hier irgendwo hinkriege, dass du oben auf den Berg kommst, aber ich glaube nicht. Ja, das Problem ist, steiler Winkel. Trefft da doch wieder nichts. Ja, ich hab's jetzt hier gesetzt. Kannst jetzt auch von der Base kommen. Oh, da kommt einer. Wo kommt der denn schon wieder her? Ach, die sind oben auf dem Berg. Die sind oben auf dem Berg, wo aus von der Spawn haben wir gar nicht runterkommen. Oder? Ich guck mal, ob ich auf den Berg komme, ob ich das schaffe noch. Ah, leider nicht. Und da sind ja auch die ganzen Vollidioten da oben, siehst du, wie ich das gesagt hatte. Krass ist ja, die sind ja schon drin, also so richtig drin. Ja, die ist weg. Anweisung Upgrade. Hartlichtdolch auf Silber. Außergewöhnlich, zweiter Punkt. Schön. So habe ich das gern. Ah, fuck. Hab ich doch noch gekriegt. Ja, die sind alle oben auf dem Berg, Alter. Das bringt da nichts. Das ist scheiße, ich weiß nicht. Nee, also, Crosswatch ist weg. Wir können uns dann nun schauen, dass wir in der nächsten Base, dass wir noch was kriegen. Also, die Base ist. Ist nur noch abgefahren. Pass mal auf. Es ist geil, weil die sind alle oben auf diesem Berg, wo ich ja eigentlich jetzt rauf wollte. Also der ganz hohe da, weißt du, welchen ich meine? Ja, ja. Oh, ist ja schon ein Terraner drin. Was ist das für ein Journey? Oder ist das ein. Ist tot, gut, alles klar. Wunderbar. Dass wir die vom Berg da oben wegkriegen, da. Das wäre ganz gut, glaube ich. Ich denke, da müssten wir uns hinten in diesem Waldstück im Westen hinsetzen. Weißt du, wo ich meine? Waldstück im Westen? Okay. Ja, mach du mal. Ich gebe dir mal jetzt mal Truppleaf kurz wieder. Oder gibst du sie wieder? Kannst ruhig behalten. Kannst ruhig behalten. Okay. Mal sehen. Fühle ich mich immer in Zug zu Westen. Okay. Keine Scheiße. Och nö. Ab da davon. Mit umgebracht habt. Sind der schon überall hier, ist der Hammer. Glatto, ja? Kleines Feedback von mir. Vergisst immer deinen Bewegungssensor und so, wenn du dich irgendwo hinsetzt. Weißt du nämlich nie, ob irgendjemand. Ja, kommt. Das Problem ist, ich will ja nicht, dass die das ja denn sehen. Die wissen ja gleich, wo ich denn bin in der Nähe, weißt du? Das werden die sowieso, wenn du schießt. Ja, aber du kannst dann immer noch ein bisschen noch sie verarschen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich hinrennen soll. Ich bin umzingelt. Ja. Die sind doch leider ein wenig schlauer als wir. Blasphemie! Wollt's gerade sagen? Steinigt ihn! Schmeiß ihn in die Kuhle! Ja. Schlauer als wir. Der fällt so, verlegen.
Ja, was willst du halt erwarten, Sintra? Das ist halt Terran Republic, Mann. Verstehst du? Das ist sowas wie Akademie, sowas wie Harvard oder sowas. Weißt du, ob die studiert hätten oder so? Ach, Quatsch. Was? Ach, kannst du glauben, ich verarsche dich da nicht.